Dein Flugzeug ist in einen rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Läuft, ne? Ist schon ganz gut. Irgendwas mit Wasserleben Es selbst. gibt Zeiten, wo das wie. Text weg. Wir starten in ein Haus. Und damit herzlich willkommen bei. Ja. Was ist das? Langen Ein. Tag. Ja, The Long Dark, ja. Das Natürlich. ist unser Winterspecial, also Weihnachten und so. Unser? Ja, unser. Ich bin euer Delta K. Und das ist natürlich der gute Eikosa. Ich grüße euch. Ihr kennt mich vielleicht schon. Wunderbar. Ja, ich denke schon. Also Leute, die mich sehen, die kenne ich. Ja, klar. So. Wir nutzen jetzt dieses wunderschöne Spiel. Wir nutzen es aus sozusagen, ja. Erstmal als Infovideo, ja. Und als kleines Bewerbungsgespräch für den guten Eikosa. Man kommt nicht so leicht in die Delta-Stube. Richtig. Der möchte nämlich meinen Kanal besudeln. Ja. Bitte, Moment, bist du denn? Ja, er möchte halt mitmachen, seine eigenen Videos und Let's Plays hochladen und ja, da dachte ich mir, mach mal ein kleines Weihnachtsspecial Info Video? Bewerbungsvideo draus. Das klingt doch vernünftig. Klingt okay, ich kann jetzt gerade nicht spielen, weil ich die ganze Zeit rede. An sich habe ich auch größtenteils das Wort. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was. Erstmal Nun, zum Spiel oder so. das Spiel ist ein Survival-Spiel, was größtenteils darin beinhaltet, dass man im Schnee herumläuft. Ja, wie in jedem anderen Survival-Spiel muss man halt überleben. Zum Beispiel, indem man irgendwas isst oder halt irgendwas trinkt. Das gehört ja alles mit dazu zu einem Survival-Spiel. Man findet halt jede Menge Krimskrams, was man halt gebrauchen kann in dem Spiel. Und da, so wird es halt immer so weitergehen, bis entweder der Tod kommt oder man selbst irgendwie eine Möglichkeit findet, anscheinend das Spiel so zu ärgern, dass man halt immer überlebt. Je nachdem. Man hat selber die Fäden in der Hand. Das war ein gutes Wort. Danke. Fäden. Bin ich jetzt im Job? Habe ich jetzt den Job? Noch nicht Ah. ganz. Schade. Aber ja, wir haben ein paar Probeaufnahmen gemacht. Da hat er schon geglänzt. Ja. Also, ja. Oh, Gewehrpatrone. Geil. Du Ja, kannst also damit wohl schon was anfangen mit diesen Gewehrpatronen. noch nicht. Ah, Also, okay. ich muss erst eine Waffe finden, aber wenn ich die dann habe, dann ist dem Hungertod, ja, Genüge getan. Also besser gesagt, wir sterben nicht durch Hunger. Ich weiß nicht, ob's. Ja. Und Ich Altholz denke. kannst du wahrscheinlich auch verbrennen für Ja, Feuer. ja, ja, ja. Ja, Wir machen auch auch so gleich draußen ein. so wahrscheinlich, oder? Ja, glaub schon. Ja. Ich hab's zwar schon mal gespielt, aber. Oh, Ja. die Wildnisküche. Boah, geil. Jetzt kannst du dein erstes Buch vorlesen. Guck Ich mal. lese es Standard vorbei. Die Wildnisküche. Tipps und Tricks zur Nahrungszubereitung in der Wildnis. Wenn du dies erforschst, wird deine Fähigkeit erhöht. Erforschst. Mach ich. Okay. Du Ach, musst. stundenweise. Oh mein Gott. 5 Stunden steht da, ne? Erhöht die Fertigkeit kochen um 10 Punkte. 5 Stunden erforschen. Mach mal. Ist schon eine krasse Sache. Versucht ihr in 5 Stunden mein Buch Ach du durchzulesen und auch alles Scheiße. zu merken. Du wirkst ein wenig durstig, Wir mein werden Freund. sowas von sterben. Es sind gefühlt 0 Grad, also. Ich würde sagen, wir machen erstmal. Obwohl. Packen erstmal ein paar Sachen ein. Streichhölzer, Brandbeschleuniger und ein Wetzstein, ja, kann man immer gebrauchen für Feuer. Eigentlich Auf nicht. jeden Fall. Ein Wetzstein eigentlich nicht. Sehr für, keine Ahnung, Für die Jagd, oder? für Messer und so, ne? Ja, das brauchst du ja, um dann für die Jagd zu benutzen. Ja. Na. Sehr schön. Oh, Schuhe. Oh, Laufschuhe. Nehmen wir. Hübsch. Nikes. Oder was? Warum erkennst du das, dass das Keine Nike Ahnung, sind? keine Ahnung. Ah. War geraten. Oh, eine Wollmütze. Die Wollmütze Abgenutzt. könnte natürlich was bringen. Und Oh, Canada. definitiv können wir jetzt sicherstellen, wir sind in Kanada. Da war nämlich das kanadische Ahorn zu sehen. Stimmt. Das Oh, Ahornblatt. Wollsocken. Socken. Generell eine gute Es Lösung. gibt ja auch die Tricks hier, Socke über Socke. Das gibt's wirklich. Ich weiß. Diesen Schlafsack mit. War nicht gelogen. Kisten machen wir kaputt.
auseinandernehmen, kriege ich mal Altholz. Ja. Seht ihr da unten, rechts zerlegt Altholz. Man hat auch gesehen, da gibt es immer diese Kalorienanzeige, die halt mit gewissen Aktivitäten nach unten geht. Was passiert, wenn die denn zu weit unten ist? Dann haben wir Hunger. Okay. Viel Hunger. Und dann haben wir keine Ausdauer. Moment, ich renne mal. Da haben wir oben rechts diesen Balken. Da seht ihr bei dem weißen so ein rotes. Ja. So einen roten Balken. Der wird immer kleiner. Ah. Ja, je kleiner der wird, desto weniger Ausdauer haben wir. Das heißt auch, desto weniger können wir mitschleppen. Ah. Auf einmal. Achso. Ja. Und wir werden halt schneller müde, wie man hier links sieht. Schläfrig. Ja. Warm ist ja gerade. Ist okay. Hier drin? In der Buchte? Buchte. Okay. Ja. Gehen wir so runter. Erzähl uns doch mal, warum musste ich jetzt bei dem Special mit dabei sein? Was erwartet mich jetzt hier bei meinem Bewerbungsgespräch? Muss das jetzt sein? Naja, also... Naja, ich wollte... Ewig halt hinausziehen wollen wir es ja nicht. Was hast du denn jetzt geplant? Ja, ich hab einige Fragen notiert. Ja. Die du nicht kennst. Bitte bestätige mir dies. Ich kenne sie nicht. Das ist gut. Ich werde... Erster Test bestanden. Wollen wir gar nicht. Oh, 40%. Scheiße. Oh, 80. So, okay. Das Buch. Feuer machen. So, man kann auch Feuer machen. Was war deine Frage? Nee. Also, ja gut. Ja, also, ja, ich wollte gucken, wie du geeignet bist für meinen Kanal und so. Ja, der ist noch klein. Er ist noch klein. Mir ist auch nicht quasi größer. Ja, na, du deckst halt andere Genres ab, sag ich mal. Tue ich das? Naja. Möchte ich zumindest, dass du es tust. So, jetzt ich, wie gesagt, ich habe mir ein paar Fragen notiert. Aha. Und ja, die erste wäre, ja, warum willst du denn Let's Plays machen? Tatsächlich, die Let's Plays sind jetzt, also warum ich die machen möchte, sind jetzt nicht dadurch entstanden, weil ich die jetzt da gerade dabei zugeguckt habe. Die sind schon tatsächlich schon ein bisschen früher in Planung gewesen, bloß hatte ich nie so wirklich, naja, so den Kick dazu, es zu machen dann auch. Ich habe es halt dann lieber nur geschaut und dachte mir so, immer so in gewissen Stellen von anderen Leuten, die halt Let's Play haben, hey, da hätte ich vielleicht doch was besser machen können. Vielleicht aber auch nicht. Je nachdem. Das macht halt dann halt auch schon so Spaß. Dann kriegen halt auch Leute noch so ein bisschen so die Interesse daran, sich mitzukommentieren. Sprich die Kommentarbox. Es macht halt doch schon in gewisser Weise immer so Spaß. Ist jetzt etwas wieder anzufangen, was man schon mal gespielt hat. Bloß halt diesmal erzählt man das halt den Leuten. Das klingt halt für mich halt schon durchaus interessanter, wenn ich das so machen würde, anstatt halt es nur für mich zu behalten. Das ist eigentlich so der hauptsächliche Grund. Ich habe es von früher gesehen und wollte es halt auch mal irgendwann mal durchstarten. Und hier bietet sich halt tatsächlich eine gute Möglichkeit für mich an. Um halt mal, ja, einfach mal zu machen. Das hört man natürlich gerne, ja, diese Möglichkeit, ja. Ja, so, ja, anders war es bei mir ja auch nicht eigentlich. Du hast ja halt einfach Let's Plays durchgestartet, muss man sagen. Ja, man muss einfach sagen, ja, das klingt so doof gerade, ne? Ja, ich habe das halt gesehen, bei Kronk. Zum Beispiel. Oder MOP. Kennt vielleicht deinen auch andere. Bekannt als MOG. Ja, aber MOG ist ja seine Abkürzung. MOP oder MOG? MOG. Moggy. Nehmen wir ihn Moggy. Mythos of Gaming. Moggy. Ja, ist halt der Shit, ne? Nee. Das nee, hat auf er jeden Fall, ja. Ja, ich weiß. Und ja, durch die Leute habe ich halt auch echt Bock gekriegt, sowas zu machen. Jetzt muss ich nebenbei was machen und nebenbei reden. Finde ich nicht gut. Wir essen. Warte, ja. Ja, war dasselbe. Weiß schon. Gute Antwort von mir, ich weiß. Man muss halt aber auch sagen, so die zum Beispiel das Aufnahmeprogramm, da habe ich dich da halt ein bisschen mehr oder weniger darauf hingewiesen, ja, dass nein, dies ja, vorhanden ist. Ja, nee, ich kannte mich ja in der Hinsicht überhaupt nicht aus. Ja, aber ich ja ganz hab, froh. Videos an sich habe ich auch schon mal aufgenommen, ich habe es aber nie wirklich hochgeladen, weil es keine interessanten Videos sind. Die beinhalten ja, quasi von dem Spiel, da muss man halt das kennen an sich. Und ja, da macht das einfach nicht großartig viel Sinn und auch die Aktivitäten dort waren nicht gerade sehr höchst interessant, um zu sagen, hey, damit könnte man was anfangen. Ja. Ja. Ja, gut, es war halt, sag's ruhig, komm. Es waren
Bosskämpfe in World of Warcraft. Oh mein Gott. Mit halt meiner guten Gilde. Falls das jemand sieht, hallo Five Monkeys. Hi Five Monkeys. Aber ich bezweifle daran, dass das jemand hier sehen würde. Ich glaube, es ist eher weniger. Meinst du? Warum? Ja, es sei denn, ich würde halt hier wirklich da auch mal was hochladen würden in der Richtung. Kannst du ja. Theoretisch dann. Theoretisch. Theoretisch. Gewisse Sachen, eben wie interessantere, sagt man, Bosskämpfe. Aber genau. Das ist jetzt erstmal nicht das Relevante. Kein Problem, eigentlich. Oh, da waren wir schon. Oh. Wir gehen mal raus. Mhm. Nebenbei, also mal kurz zum Spiel, wir gehen mal raus. Wir bestaunen mal jetzt die Schneelandschaft. Genau, Winter Special. Frohe Weihnachten euch allen! Fäll ein... ja, wir gehen da lang. Scheiße, nein, Nadelbaum. Wo? Wollte ich jetzt sagen, für einen Weihnachtsbaum. Ja, Weihnachtsbaum, ja. Ich habe noch mehr Fragen. Tatsache? Ja, natürlich. Hätte jetzt nicht ein paar habe ich noch. Zum Beispiel, wenn du dann Let's Plays machst, ne? Ja. Was kommt denn da dann so? Tatsächlich ist schon etwas in Planung, aus meiner Sicht. Ich rede hier von Resident Evil zum Beispiel. Und zwar den sechsten Teil. Oh. Warum der sechste ausgerechnet? Warum nicht der vierte? Oder warum nicht der dritte? Das weiß niemand. Tatsache, ja, das weiß nur ich. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Warum nicht den vierten? Also den vierten hatte ich mal gespielt. Nicht sehr weit. Ich kam auch sogar an einer gewissen Stelle nicht weiter. Und habe auch das Spiel an sich selbst auch gar nicht mehr in meinem Besitz. Das war total gut. Die Teile zuvor kannte ich nicht. Ich habe nur mal hin und wieder was von Resident Evil 5 gehört. War aber, hat mich jetzt auch nicht so wirklich angesprochen. Und 6 habe ich dann halt mir mal beschlossen, mit Hilfe eines Freundes, weil es ja im Prinzip eine Multiplayer-Funktion hat, eine Koop, die Geschichte halt so zu spielen. Das ging allerdings dann nicht wirklich großartig weit. Von daher habe ich dann irgendwann mal alleine gespielt. Und Tatsache habe ich halt mal wieder Lust auf dieses Spiel, erstmal zu spielen. Es ist, man muss halt nicht die Geschichten zuvor wirklich großartig kennen. Gewisse Fakten, wie zum Beispiel Raccoon City, dass dort ein Zombie-Ausbruch war, sollte man eventuell bei Resident Evil wissen. Aber sonst ist das Spiel eigentlich doch relativ, sage ich jetzt mal, für Neueinsteiger offen. Da die Charaktere ja öfter auch mal noch ein bisschen genauer erklärt werden. In gewisser Weise. Und sonst, sind da halt noch andere weitere Spiele gedacht. Auch nicht in Richtung nur Horror oder Düsternis, sondern halt auch wirklich mal so, sag ich jetzt mal, quietschlustige Spiele. Ich wollte schon Filme sagen, aber ich wollte ja keinen Film machen. Du hast Filme gesagt. Und das Schneebericht. Ja, ist okay. Da liegt Schnee, genau. Es ruckelt. Sind halt schon solche in der Richtung gedacht. Auch Spiele, wo ich die jemals gesagt hätte, nein, die fasse ich nie an. Da würde ich sogar auch mir mal einen Schritt wagen, da ich das nicht alleine versuchen würde, da ihr ja in den Kommentarboxen in dem Sinne halt seid, mir dann auch vielleicht hilfreiche Tipps geben würde, die ich mir sogar vielleicht mal lese. Ich sag mal Hashtag Dark Souls. Ja? Dark Souls wäre vielleicht eine Idee wert. Tatsächlich habe ich noch keinen einzigen angefasst. Und Leute, die es halt eben schon mal angefasst haben, fragen sich, wie können solche Leute nur leben? Entschuldigung. Ich bin so einer, der lebt. Ja. Aber es wäre tatsächlich eine Überlegung wert, muss man sagen. Für auch eben sowas. Vielleicht kann mich das Spiel dann auch wirklich zu überzeugen, zu sagen, ja, das Spiel muss man wirklich mal in den Händen gehabt haben. Das Spiel muss man eigenständig gespielt haben. Sowas könnte eventuell auftreten. Das ist der Fall. Also, sagte Delta. Das wird auftreten, sagte Delta. Also ich. Ich hoffe halt mal wirklich, dass da auch keine Qual darin entsteht, wenn ich solche Spiele spiele, sondern halt wirklich so, hey, jetzt geht's weiter. Ja klar, das kriegst du hin. Das sind meine Hoffnungen halt, wenn ich auch zum Teil dann die Let's Plays mache. Klingt gut. Hoffe ich. Klingt okay. klingt, wie nennt man das? Euphorisch? Nee. Motiviert. Motiviert, genau. Ziemlich akribisch. Oh, das Wort ist viel besser. Ah. Akribisch. Ja. Akribisch motiviert. Na, auf jeden Fall. Gut. Ja. Typische Frage Vorstellungsgesprächen. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? In 5 Jahren? Ja. In meinem Zimmer mit einem weiteren Let's Play-Programm. Tatsächlich, hätte ich jetzt gesagt. Ja, nur weil du, ne?
Ja, ich muss halt sagen, ich bin halt beruflich aktiv. Ich will jetzt nicht wirklich mir vornehmen, hey, mit Let's Plays, da machst du Geld. Nein, das ist jetzt wirklich nicht mein Plan, hauptsächlich. Es ist wirklich so, mehr, sagen wir es einfach, wie es ist, eine Freizeitbeschäftigung. Das ist gut. Ja. Oh. Ich möchte damit jetzt nicht... Oh, eine gebrochene Leiche. Das ist Heikosa. Das sieht aus... Nein. Der Arm sieht aus wie einer. Ja, okay, vielleicht. Er sieht auch ein bisschen aus wie eine Puppe. Gute Schuhe. Ja, es soll wirklich halt mehr oder erstmal wirklich... Ja doch, man kann sagen, erstmal eine Freizeitbeschäftigung sein. Ich möchte damit halt einen Spaß haben und in 5 Jahren, wenn es wirklich dann auch so weiterhin läuft, wenn ich mir da wirklich noch den Drang habe, weiterzumachen, wenn ihr natürlich dafür auf meiner Seite seid, also, dann würde ich dann auch weitermachen. Darf ich kurz intervenieren? Interveniere mal. Okay. Also siehst du dich in 5 Jahren circa hier auf meinem Kanal? Aber erst in 5 Jahren. Ach so, so lange soll dein Weg sein. Also? Ja, so hört sich das gerade bei dir an. Also das erste Let's Play von einem guten Heikosa kommt natürlich dann 2018. Zum Beispiel. Echt jetzt? Obwohl das nicht in 5 Jahren wäre. Nee. Nein. Schon früher, wenn es klappt. Das wird natürlich schon früher geplant sein. Wir werden da gewisse Vorgehensweisen natürlich schon machen. Mhm. Wir ziehen das jetzt nicht unnötig hinaus, als es sein müsste. Wir werden da schon das so bald wie möglich machen. Vielleicht ist es ja schon aufgefallen und wieder, wir kommunizieren jetzt auch nicht jeden Tag. Ich bin beschäftigt, er ist beschäftigt, er hat manchmal auch keine Lust. Ich habe auch manchmal keine Lust. Ich habe mich auch selbst betroffen. Ja, komm, und wenn wir einfach mal eine Nacht lang feiern, ja, und dann meine Stimme weg ist, dann kann ich auch nichts für. Ja, das ist, oder wenn ich halt einen harten Trainingstag habe. Ja, dann musst du aufpassen. Dann schaue ich mir meine Videos an und dann ist der Tag vorbei. Ja, meine Videos. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Das ist schon mal ein guter Punkt. Meine Videos. Die sollten wir anschneiden. Nein, nur Spaß natürlich. Jetzt geht's um dich. Genau. In 5 Jahren könnte man sagen, entweder ich bin noch hier oder ich habe mir irgendwas anderes vorgeholt. Oder tot. Oder der absolute Tod. Ja. Das kann alles vorkommen. Eine Hütte. Haus des Pelzjägers. Als wäre ich hier noch nie Sei gewesen. Sei vorsichtig, der könnte dich jagen. Nee, der ist ja tot. Vielleicht ist es ein toter Jäger. Das kann sein. Totenbeschworen. Wir gehen da mal rein. So, war die Frage beantwortet? Ich glaube schon, gell? War doch gut. Tata. Und welche war es denn? Achso, ja. 5 Jahre. Ja, stimmt. Ja. Ja. Siehst du dich bei mir im Kordinal? Positiv natürlich. Could end up being useful. Verbannt. Sauberer. Geil. Alter. Ja, gut. Ich glaube, das ist eben schon beantwortet, aber. Ja. Die Frage heißt: Ja, wie siehst du deine Regelmäßigkeit bei den Videos? Und. Also in der Sicht so Zeit und so. In der Hinsicht Zeit und so. Ja, steht so. Da. Regelmäßigkeit, Strich, Zeit und so. Ach so. Erklär uns auf. Regelmäßigkeit. Ja, ich habe vor, es regelmäßig zu machen. Cool. Natürlich an den Tagen, wo Delta kein Video hochlädt. Ja, das ist... Weil dann schaut sich jeder Delta seins an, aber meins nicht. Habe ich ja genauso viel gefunden. Ja, oder andersrum. Oder andersrum. Ja, es kommt immer darauf an, was die Leute sehen wollen. Das ist, ja, da stehe ich auch zu. Ja, immer mit am Masse. Mal hängt hier eine Waffe. Normalerweise. Ja. Heute mal nicht. Shit. Vielleicht liegt sie ja da. Jedenfalls, ich habe es halt wirklich vor, regelmäßig hochzuladen. Was nicht bedeutet, ich lade es an den Tag hoch. Also ich nehme an den Tag auf, aber ich werde es nicht an denselben Tag hochladen, wie es da ist. Sondern ich werde auch gewisserweise Sachen im Voraus machen. Ja, das ist auch gut so. Das ist auf jeden Fall der Plan bei mir. Die Zeit werde ich mir auf jeden Fall investieren wollen. Müssen. Und auch also, müssen? Ja, man muss im Voraus mittlerweile, weil... Ich weiß das schon so. Ich kann mir das schon so ausmalen, weil es kann jederzeit was dazwischen kommen. Man hat vielleicht auch nicht die Lust darauf. Das mit der Sache mit der Lust ist nämlich immer so eine große Sache, muss man sagen. Du hast Trinkwasser gefunden. Das habe ich nicht gefunden, das habe ich mir vorhin gemacht. Okay. Am Anfang. Dann eben so. Und jetzt knallen wir so einen Riegel rein. Ja, das reicht. Ja, zeitlich, wie ich halt Zeit finde, muss man halt auch dazu sagen. Ja. Ja, also, ja. Wenn ich halt Zeit habe und wirklich gerade nichts anderes zu tun habe, das passiert öfters, dann werde ich natürlich auch versuchen, Aufnahmen zu machen. Was sehr positiv ist. Also natürlich. Für dich gesprochen klingt das ganz gut bis jetzt. Meine Aufnahmen, wie gesagt, die mache ich wohl wahrscheinlich gerne. Ja klar, ne? Sonst würdest du es ja nicht machen, denke ich. Das ist auch der Einwand. Ja, warte mal, noch eine kleine Frage, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, so zwischendurch. Ja. Was,
Wie qualitativ hochwertig sind denn deine Spiele? Bestimmt nicht so wie meine, weil ich mache eher so Retro oder Pixel oder... Ja gut, sowas hier geht ja eigentlich noch von der Grafik her. Der Delta grabt meistens tatsächlich Sachen heraus, die man nicht wirklich gerade auf dem Schirm hat. Ja, tatsächlich würde ich dann doch schon eher so Spiele anlegen, die halt wirklich mehr so einen Bekanntheitsgrad haben, einen höheren, als sie sonst haben sollten. Macht das überhaupt Sinn, was ich da gerade erzählt habe? Ja, doch. Höheren Bekanntheitsgrad haben, als sie sollten. Ja. Du willst also Spiele auseinandernehmen, die eigentlich scheiße sind, aber voll beliebt. Meistens ist das so der Fall. Ich selbst finde dann immer gerne so gewisse Punkte, die mich relativ stark stören und auch wirklich relativ oft im Spiel vortreten. Bugs? Nee. Nee, nicht unbedingt Bugs. Schwächen. Sondern halt eben solche Schwächen, kann man sagen, ja. Und ja, solche Spiele werde ich halt meistens mir gerne mal anschauen immer, weil dafür wird ja eigentlich auch großartig viel Werbung gegeben. Die Leute wollen auch eine Menge Geld dafür haben. Dann möchte ich halt auch aus meiner Sicht, dass das Spiel auch sehr vielversprechend auch dementsprechend ist. Guck dir den Typen an. Er ist wunderschön. Ist hässlich. Art und Bart wie ich nach 3 Wochen. Echt? Nein. Siehst du, ihr könnt mir ja schon mal ein Logo machen, der Bär, die Geikosa. Oh Gott. Am besten mit einem Bär. Oh, guck mal, cool. Sowas wie in Richtung Teddy Rosa. Ja, sieht sehr schön aus. Du bist auf jeden Fall eingedämmt. Ja. Krasse Sache. Also wirklich, Spiele mehr so, die jedem sowas sagen. Sind dann wirklich auch wirklich Spiele geplant, die jetzt sagen, hey, es ist da, aber will ich es unbedingt kaufen? Manche Spiele habe ich mir selber sogar bei anderen Let's Playern angeschaut, eben weil ich mir einfach nur mal den Inhalt anschauen wollte, so wie worum es in dem Spiel handelt. Ja, natürlich. Denn ich aus meiner Sicht sage immer gerne, die Story, die ist für mich zum Teil wichtig. Da fieber ich auch gerne mal mit, wenn sie gut ist. Aber sonst, wenn sowas nicht vorhanden ist, muss das Spiel mich vom Gameplay überzeugen. Und das tut es meistens nicht, weil sich die gewissen Elemente immer gerne wiederholen. Ja, ich denke auch mal, du sagst dann auch die Wahrheit, ne? Also nicht so hier auch Produktplatzierung und so. Nun, dadurch eh keine Geld verdienen werde durch Produktplatzierungsspiele, weil man mich ja nicht wirklich großartig kennt, denke ich mal nicht, dass es dazu kommen wird. Wunderbar. Kein käuflicher Typ, der gute Eikosa? Nee, dazu müssten sie mir mehr als genug geben wollen. Krass. Fuck. War's doch fast. Ja, wo war's denn jetzt? Oh, fuck. War doch bei der 15 ungefähr da. Bei der 15? Ja, ungefähr. Ziemlich weit weg. Hast du es schon mal hinbekommen, aufzubekommen? Ja, klar. Okay. Ich gucke jetzt nebenbei nicht richtig hin. Ja, ja. Irgendwo hier war das. Da. Ja. Ganz ruhig. Okay, ich warte mal, nächste steigt. Frage nebenbei mal stellen. So, gut, dass wir geklärt. Ja, die Länge deiner Folgen. Die Länge meiner Folgen sind abhängig davon, was ich Let's Playen möchte. Ich möchte nicht zwischendurch einfach einen Cut machen, wie zum Beispiel eine Videosequenz oder ähnliches. Ich möchte wirklich schon eine normale Verabschiedung machen, eine normale Begrüßung machen. Und da ist mir halt die Dauer halt, sie variiert sich. Sie befindet sich zwar im Bereich 20 bis 40 Minuten ungefähr, kann hinausgehen, kann hoffentlich nicht kürzer werden, da ich das eigentlich für verschwenderisch halte, auch für euch. Ich meine, ihr guckt euch dann am Ende so in den Tag, sagen wir mal, eine 12-Minuten Video. Wir haben es geschafft übrigens. Ich gratuliere. Ein 12-Minuten-Video an und ja, es ist dann einfach viel zu wenig, finde ich, am Ende. Ja, das stimmt auch. Also wenn, dann möchte ich dann auch schon einiges euch zeigen wollen, was ich in den Part dann geschafft habe. Und ja, es würde mich freuen, wenn es dann halt auch so wirklich so dementsprechend läuft. Ich werde wahrscheinlich auch gewisse Elemente machen, wie schneiden, wie es manchmal der Lehrer gemacht hat, aber nicht, weil manchmal vielleicht es Probleme gab bei der Aufnahme. Sondern so witzige Sachen einschneiden, oder was? Ja, nicht winzige Sachen einschneiden, sondern wenn es jetzt zum Beispiel zu gewissen Punkten kommt, wie wenn ich jetzt an einem Punkt öfters scheitere, dass ich das jetzt nicht euch ewig zeigen werde, sondern wirklich irgendwann den Punkt zeige, ach, jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen. Ich muss aber dazu sagen, so, es kommt gar nicht oft vor. Es hängt davon ab, was man spielt. Ja. Muss man wirklich einfach halt sagen. Ja. Du spielst tatsächlich auch manchmal kurz in der Spiele, da passiert sowas eher weniger. Ja, ich weiß. Das mache ich mit Absicht. Ja.
Weil ich weiß, wie ich spiele, wenn ich aufnehme und so. Ja. Ja. Das kann man. Ja, so, ja. Feuer, ja. Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Genau. Schmelzen. Wir schmelzen Wasser, weil wir voll am Verdursten sind. Ja. Und denn? Ja, dann habe ich irgendwie so einen Stichpunkt, der sagt mir gerade gar nichts mehr. Specials, Robin. Ob ich meine eigenen Specials quasi machen würde? Richtig, richtig. An sich, eine Idee ist es wert. Dann könnt ihr eigentlich immer darauf garantiert sein, an diesen Tagen wird immer was laufen. Die Frage ist halt was. Ich selbst will mich ja nicht quälen mit irgendwelchen Trash-Games oder sonstiges. Zum Beispiel irgendwelchen Halloween-Horror-Mist-Teilen. Das mache ich ja. Also wir machen das als Special. So ungefähr. Zum Beispiel ein Weihnachts-Special. Ja, zum Beispiel wie dieser hier. Ja, aber das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Ja, kann man halt mal machen. Ja. Meine an sich andere Specials. Was ich auch mal schon überlegt habe, ist einfach mal so eine Gesprächsrunde. Finde ich gut. Wo wir einfach mal über irgendwelche Themen reden, die uns ja selber beide betreffen. Und ich finde halt sowas aus meiner Sicht immer so interessant, weil es gibt halt auch bei anderen schon sowas in der Richtung. Bloß, da möchte man halt auch immer gerne was Eigenes sagen. Es nur irgendwie in den Kommentarenbox zu schreiben, ist nicht immer dasselbe, muss man sagen. Ich bin auch eher ein Freund des Redens und eher weniger ein Freund des Schreibens. Ja. Das muss man hinzufügen. Ein Freund der deutschen Rechtschreibung ist er nicht. Nee. Deutsche Rechtschreibung, was ist das? Ja, kenne ich auch nicht. So, ja, nebenbei noch, gibt ein paar Regeln, ne? Es gibt Regeln. Natürlich gibt es Regeln. Regeln, ich glaub's nicht. Es gibt Regeln, die mir gerade nicht einfallen. Ja. Deine Qualität muss ungefähr so sein wie meine, also okay. Sollte ich hinbekommen. Nicht übermäßig krass, wenn du jetzt kein Mikro hast, so wie ich jetzt hier neun. Mein neues Mikro übrigens, Freunde. Ja. Klingt auch viel besser und man kann auch viel besser zu zweit aufnehmen. Das kann ich euch schon mal auch vorwarnen. Also meine Sprachausgabe wird auf jeden Fall nicht so sein wie die bei deinem guten Delta. Ja, jetzt bin ich ja voll ausgerüstet und so. Ja. Jetzt fehlt nur noch eigentlich, ja, eigentlich fehlt gar nichts mehr, außer, ja gut, vielleicht bessere Rechner, damit man bessere Spiele kann. Ich muss halt sagen, meine Hardware ist ein bisschen über die von Delta, weshalb er wahrscheinlich will, dass ich da ein bisschen runterschraube auf einem gleichen Niveau, sage ich jetzt mal. Ja, das ist, ja, weiß schon warum. Ja, es geht auch meistens gar nicht anders. Gleichen Standard hat. Und wenn du aufnimmst, brauchst du sowieso so fast die doppelten Ressourcen. Von daher musst du es sowieso wahrscheinlich ein bisschen runter machen. Ja. Passt es einfach meinem an und. Ja. Genau. Wird schon irgendwie möglich sein, denke ich mal. Denke ich auch. Da werden wir schon eine Möglichkeit finden. Ach. Genau. Warte mal, Regeln zum Beispiel, warte mal. Er hat noch weiter. Es gab Regeln, aber die sind mir gerade entfallen. Ich weiß gar nicht warum. Gibt es vielleicht darüber so, was ich in meinen Let's Plays erzählen soll, vielleicht? Also in unseren Let's Plays gibt es keinen Rassismus, ja. Außer lustig gemeinten Rassismus wie, ey, du siehst aus wie ein Franzose. Grüß mich. Weißt du? Spoiler. Ein Spoiler. Auch noch. Also, weißt du, kein böswilliger Rassismus. Hatte ich nicht geplant. Keine Kriegsspiele. Was heißt Kriegsspiele? Kriegsspiele, wo es um Krieg handelt. Das gibt's bei mir nicht. Aber Ego-Schuler beinhalten noch Kriegsspiele. Du weißt nicht, was ich meine. Ich meine jetzt, wo es nicht um ausgedachten Krieg handelt, das darfst du machen. Aber nicht um zum Beispiel, keine Ahnung, Zweiter Weltkriegsspiele oder sowas. Sowas nicht. Sowas nicht? Nee, gibt's nicht. Okay. Ja. Ist vermerkt. Harte Ausdrucksweisen. Ja, vermeiden, du Arsch. Was? Weiß schon, also böse, ganz, ganz böse Wörter vielleicht vermeiden. Ja. Spieß hingeblieben. Dann wirklich? Nein. Nee, doch nicht. Gut. Alter, mach mir keine Angst. Ja, ich dachte gerade auch schon. Oh mein Gott. Ja, wir sitzen hier gerade so gemütlich im Feuer. Ja. Noch ungefähr 13 Minuten lang. Ich spüre die Wärme bisher. Fast. Es gab noch mehr Regeln. Die sind mir gerade entfallen, die sage ich dir später. Ja, Projekte habe ich jetzt noch aufgeschrieben. Was für Projekte redest du denn? Ja, Projekte. Meinst du jetzt meine oder... Ich meine, ich habe ja vielleicht erzählt, deine, was geplant ist von meiner Seite. Na genau, aus. Genau. Und Projekte, jetzt sage ich also so. Also zum Teil Duo-Projekte oder so.
Ja, Duo-Projekte, also Duo-Projekte, sowas wie Delta und ich gemeinsam an einer Sache dran. Sei es halt, wie eben hier zu sehen, ein Survival-Spiel plus ein anderes. Es gibt ja mehr, ja, oder müssen wir ja sagen. Andere Spiele. Oder halt so Projekte. Was sind denn hauptsächlich eigentlich deine Projekte, Delta? Ich meine, du hast es ja schon mal zum Ende eines deiner ersten Let's Plays ja schon mal erzählt, in was für eine Richtung du eigentlich gehst. Was könnte da... Er guckt mich, kommt mich an, das Protokoll. Ich erinnere mich, ich habe jetzt mittlerweile schon so viele Folgen aufgenommen von allem wirklichen Mist. Was geht denn in deine Richtung zum Beispiel? Ja, meine Richtung sind ältere Spiele, wo man sich halt gerne dran erinnert, sag ich mal, und die dann einfach nochmal sieht oder richtig Bock drauf kriegt, weißt du? Oder, ja, RPGs, Pixel Games. Ja. Ja, sowas ist ungefähr meins. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist... Oder Survival. Ja, Survival. Ich gehe halt auch gerne in ältere Spiele rein, worauf ich halt wieder Lust drauf habe. Die sind jetzt allerdings vielleicht nicht so ganz retro, dass sie jetzt in Richtung Pixel gehen würden. Ich weiß nicht, ich kann sowas mir nicht auf Dauer anschauen. Das tut weh. Muss es nicht. Ja gut, solange der Sound gut ist. Auch gerne in Richtung Shooter. Es muss ja nicht unbedingt jetzt so wirklich geschichtlicher Shooter sein, sage ich jetzt mal. Ja. Sondern halt auch ein Fantasy-Shooter. Wir schmeißen jetzt mal ein Wort in, wisst schon, einen Spielenamen in den Raum. Der wäre? Na, wie hieß das Spiel? Out? Nee. It? Nee. Dieser Shooter da. Welcher denn? Overwatch. Zum Beispiel, ja. Overwatch spielt man halt mal gerne auch mit Freunden. Ja, das ist ja kein Krieg, das ist einfach nur MOBA, sage ich jetzt mal. So mehr oder weniger. Shooter-MOBA. Wobei, ja, das ist okay. Kann man schon in diese Richtung sagen. Wenn wir halt auch mit Freunden aus meiner Richtung spielen wollen, die ihr zum Beispiel der da gar nicht kennt. Oh, packe nicht. Ja, eher selten. Ja. Weil, da ist halt wieder der Punkt, der hat auch manchmal keine Zeit für mich. Ja, stimmt. Da würde ich dann halt zum Beispiel auch solche Aktivitäten hin und wieder machen. Wann diese halt hochgeladen werden, ist dann wiederum was anderes. Das wird dann halt wieder besprochen, wie es halt am günstigsten ist. Richtig. Denn die normalen Let's Plays sollen ja immerhin im Fluss laufen quasi. Genau. Im Durchfluss. Durchfluss. Durchfluss in den Fluss. Ja gut, zu den Let's Plays. Also sag ich mal jetzt mal so, ihr habt ja jetzt bei mir, also meinen Plan habe ich ja auf meiner Infocard. Ich weiß nicht, wie nennt man das, Infocard? Kanalinformation. Kanalinformation. Habe ich euch ja da reingeschrieben. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag bin ich halt. Genau. Sozusagen. Der Delta. Und am Dienstag, Donnerstag und Samstag, den hätte ich dann halt den Eikosa eingeräumt. So wäre es die Plan. Für seine Let's Plays. Ich meine, da ist immer noch, weiß nicht, änderbar. Wäre jetzt so der Plan. Und am Sonntag. Keine Ahnung. Sich halt schauen. Ich meine, es muss ja nicht andauernd immer ein Duell gegeneinander sein mit Freunden. Hashtag with friends, bitte. With friends. Da bin ich eigentlich. Das kann ja auch eine gemeinsame Aktivität sein an dem Tag, wo wir halt wirklich Spiele gemeinsam spielen. Das ist schon mal in einer gewissen Richtung. Zum Beispiel, genau. Ja. Es muss, oder ja. Specials irgendwie, keine Ahnung. Besondere Specials, ja. Ja. Was Sachen. Ich zum Beispiel mal früher geplant habe, da ist aber wieder World of Warcraft im Plan gewesen. Oh. Ja, ich habe nämlich mal da eine Menge Gold angesammelt. So viel, um quasi so eine Art Spielrichtung zu spielen, die nennt sich Wer wird Goldmillionär? Oh Gott. Mit Fragen oder was? Richtig, mit Fragen aus dem Spiel halt heraus. Mit vier Antwortmöglichkeiten, drei Jokern und alles drum und dran. Cool. Da ist er gut drin. Aber auch nur mit Leuten machen, die halt wirklich einen aktiven Account haben. Die würden nämlich wirklich das Gold verdienen. Also Abonnenten, ja. Sprechen wir es mal bei dem zum schrecklichen Beispiel Namen aus, den es enthält. Anfang wird es natürlich auch eher im Freundeskreis. Weil da gibt es ja auch welche, die das ja spielen. Natürlich. Familie, Freunde. Familie spielt das eher weniger. Da bin ich auch sehr froh darüber. Nein, meine zum Beispiel. Also, ja. Ach so, gibt es da jemanden? Spielaffine. Meine Abonnenten. Also. Viele. Hm. Nicht alle, aber viele. Okay, nehmen wir das mal so. Ja. War so in Richtung solche Specials halt in der Richtung. Genau. Ja. Genau. Ja, und ansonsten, man kann natürlich auch gegeneinander kämpfen. Es muss nicht immer so unser übliches Kartenspiel sein. Es kann auch Sachen nicht immer sein. Yu-Gi-Oh! Vielleicht auch mal
Keiner ist an sich, das Yu-Gi-Oh! Kann man auch ein bisschen erweitern, indem wir nicht nur ein 1 gegen 1 oder sag mal ein Match-Duell machen, ja, sondern ja, halt so ein Best of 5 zum Beispiel. Wir können ja mal anteasern, dass wir ein gemeinsames Projekt haben. Zum Beispiel. Wobei dieses gemeinsame Projekt vielleicht nicht unbedingt jeden Sonntag hochgeladen werden sollte. Weil es ist halt wirklich langwierig und würden wir das wirklich nur auf einmal die Woche hochladen, das würde sich über das Jahr hinausziehen und vielleicht sogar noch länger. Ja, das würde sich einfach nicht lohnen, deswegen packen wir es wahrscheinlich so als zwischen Let's Play Together. Und auch, sagen wir mal, es kann dazu durchaus passieren, dass es unregelmäßig erscheint. Ja, je nachdem, wie halt viel wir Zeit haben. Ja. Mhm. Ja. Okay, Fragen sind alle. Fragen sind alle. Ja, Fragen sind alle. Mal, ich bin gut im ja, übrigens nennen wir das dann, also falls der Elkose eingestellt ist, ja. In meinem wunderschönen Netzwerk der Freude. Falls ich nicht eingestellt werde, wäre ich jetzt tot. Nennen, ja, genau. Du hast zu viele Informationen. Ja. Ich weiß zu viel. Ja, richtig, du weißt zu viel. Das heißt, da würde ich dir ja einen Headshot geben. Nein. Geil, Headshot. Kein Problem. Ja. Ja? Ja. Genau. Wir würden das Ding dann Sharing-Kanal nennen. Hatte ich jetzt mal gedacht, weil aha, der gute Alcosa würde sozusagen Administrator von meinem Kanal werden. Mhm. Ich bin natürlich der Owner. Er lädt hoch, ich ja, veröffentliche es unter meinem Namen, schreibe aber natürlich Alcosa rein, damit ihr genau wisst. Und ich glaube ja, in die Kanalinfo schreibe ich sowieso rein, was Alcosa gehört und was nicht. Man würde es wahrscheinlich auch aus der Stimme heraushören, wer welcher jetzt wahrscheinlich dran ist. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Qualität. Ey. Sehr, sehr groß geschrieben. Boah, ich sehe gerade auf dem Timer, das Special ist ja schon fast vorbei. Mensch, unser Timer, wir haben einen Timer, Mensch. Ja, na klar, damit man diese Qualität auch halten kann. Ah. Gewisse Einblendungen nun mal nicht erscheinen. Ach so. Muss das auch mal, ich meine, ich irre hier durch den Wald, aber... Man kann ja auch vielleicht mal so gewisserweise anteasern. Ja, was heißt anteasern? Man kann ja auch vielleicht schon. Falls man den Delta sich schon mal ein bisschen angeschaut hat, hat man vielleicht auch schon mal mitbekommen, dass er ja auch gewisse andere Leute mal hin und wieder bei seinen zum Beispiel Duell with Friends Aktivitäten auch mal eingeladen hat. Da kann es auch mal natürlich vielleicht durchaus passieren, dass ich mit denen ebenfalls auch gewisserweise Aktivitäten machen werde. Ja. Aber halt auch weitere, die ich zum Beispiel aus meiner Sicht kenne. Und ja. Wie soll man das am besten erwähnen? Ja? Ja, keine Ahnung. Vielleicht wird ja auch mal ein längeres Projekt mit denen mit einbezogen. Auch noch. Wen denn? Sollte es zum Beispiel in Richtung MOBA gehen oder in andere Teamspiele. Ja, dann deine Kumpels natürlich. Zum Beispiel. Ja, das ist ja klar. Meine Kumpels. Das ist ja klar, da kann ich aber eigentlich auch mitmachen. Also, ja, je nachdem, wie es zeitlich passt. Das ist jetzt halt nur so erwähnenswert. Es wird jetzt sich nicht nur auf zwei Leute mal beziehen, es kann sich auch auf mehreren Leuten beziehen. Klar. Natürlich müssen die Leute auch da sein. Ja, und Bock haben drauf. Und Bock haben, natürlich. Auf jeden Fall. Und die müssen halt auch in diese, sagen wir mal, Regeln mit einbezogen werden. Natürlich. Anders geht's ja gar nicht. Die müssen dann unterschreiben, dann hat der da ihre Seele. Ja, und dann macht er mit seiner Nadel, die er hier gleich immer links neben sich liegen hat, immer so pieks, pieks, pieks. Ja, und dann müssen sie mit Blut unterschreiben, ist ja völlig normal. No? Heutzutage. Mit Blut. Ja, ist ganz normal. Ja. Die behaupten, kann man mittlerweile eigentlich Feuer im Haus machen? Nein. Klappt das? Nee. Nö. Schade. Gut, gucken wir uns hier noch um. Wir halt ein großes mal. Feuer. Halt. Aber nicht gut. Schuhe? Ich finde es ja schon lustig, wie bunt das hier ist. Ach so, ja, gut. Ja. Keine Ahnung warum. Wir haben halt gepatcht und so. Haben bunte Farbe. Übrigens ist eine Alpha. Fast vergessen. Ach was? Ja, klar. Ist also noch in Entwicklung. Könnt ihr euch kaufen bei Steam. Seit wann ist denn das schon in der Alpha? 1999. Puh. Seit 2 Jahren ungefähr. Das ist auch schon wieder ein gutes Jahr. Oder ein Zeit. Jahr, ich weiß es nicht mehr. Hat es damals für die One auf jeden Fall direkt zum Release. Ja. Ach ja. Da sah es noch total scheiße aus. Aber jetzt geht es mittlerweile eigentlich ganz gut, finde ich. Man ist schon viel mit implementiert worden oder wie das heißt. Frecheisen, hier wird gleich übel. Ja, ich setze mich jetzt hier in den Schnee und werde langsam sterben. Wieso tust du das? Weil erstens ist die Aussicht ganz schön. Und zweitens sind wir schon ziemlich
vorangeschritten. Definiere Aussicht. Ich meine, wir sehen nicht wirklich viel außer Bäume. Es sieht winterlich aus und das ist das Thema unseres Videos. Ja, die Weihnachtsstimmung. Da war was. Oh, jetzt kommen wir zu der Sache. Wie enden wir? Nun denn? Erstmal, ja, war ein gutes Gespräch. fand ich ganz informativ. Denk drüber nach. Du könntest eventuell was damit anfangen wahrscheinlich. Richtig. Also das ist jetzt ein Infovideo über diese Info. Hm. Und dann mache ich nochmal ein Infovideo, ob ich den Alcosa da machen lasse oder nicht. Ja? Das wird lustig. Ja. Ansonsten werdet ihr bald wirklich auch demnächst mal ein paar Videos von mir sehen. Ja, wenn er hier reinkommt. Wenn ich hier reinkomme. Ja. In diesen exklusiven Club. Ob man mich auch will. Der Delta Case. Army, keine Ahnung, was auch immer die Leute immer so sagen. Army of Hope. Jo, klar, auf jeden Fall. Gut. Cold. Oh Gott, es ist so kalt. Ja, draußen auch, deswegen sind wir zum Glück hier drin. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Gut, ansonsten, rote Blinklichter. Macht nichts. Ja, stimmt, ein bisschen drüber geht. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ja. Bei diesem wunderschönen Winter-Special. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und der Alcosa wahrscheinlich auch. Frohe Weihnachten euch, kommt gut durch, damit ihr meine Videos sehen könnt, wenn ich hier bin. Unsere Videos. Unsere Videos. Gut. Ja, komm, hau du den Schlusssatz raus. Nun denn, ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit, werdet hoffentlich reich beschenkt und werdet weiterhin hier da sein, auch wenn es jetzt nicht nur heißt, nur der Delta macht Videos. Ja. Ich hoffe, ihr werdet es weiterhin genießen. Ist schwer ein Ende zu finden. Nein. Macht es gut. Oh, haut es einfach rein. Haut's einfach rein, ja. Jo. Und bleibt am Ball. Richtig, bleibt am Ball und ja. Ciao. Ciao. Ich hätte schon ein Video gefunden. Und meine Beine sind eingeschlafen. Mein Fuß. Er stirbt langsam. Mein Fuß ist tot. Ich spüre meinen Fuß nicht mehr. Schon ewig. Shit. Ich habe mal extra dann noch zwischendurch mal dran geklopft, ob die ob ja, ich dann noch was merke. Ich nicht. Ich habe einfach. Ich habe liegen lassen. Ich kenne nichts.